Twin Peaks ist bekannt als eine TV-Serie aus den 90ern von David Lynch und Mark Frost. Twin Peaks Fire Walk With Me heißt der dazugehörige Kinofilm. Gleichzeitig schmettert Twin Peaks jede Definition ab. Die Ereignisse um Laura Palmers Tod ergeben nur scheinbar eine Geschichte oder einen Sinn. Das ist keine negative Kritik. Ein roter Faden würde sich in der Größe dieser Welt verlieren. Genauso wie wir uns verlieren. Süchtig werden nach Bedeutung, die wir suchen und finden. In Twin Peaks. Gordon! 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 Philipp, bist du es? Philipp? Cooper, das ist der so lange verloren geglaubte Philipp Jeffries. Sie haben an der Akademie vielleicht von ihm gehört. Wissen Sie, ich spreche auf keinen Fall über Judy. Nein, wir werden hier nicht über Judy sprechen. Wir werden sie da raushalten. Komm. Ich weiß, Coop. Was glauben Sie denn, wer das da ist? Du hast ein paar auf die Rübe gekriegt, was, Phil? Was? Was hat er gerade gesagt, Albert? Das ist Special Agent Dale Cooper. Verdammt nochmal, Jeffries, wo haben Sie denn gesteckt? Sie waren fast 2 Jahre verschwunden. Ich glaube nicht, dass es eine Chance hat, erfolgreich zu werden. Es unterscheidet sich radikal von dem, was wir als Publikum gewohnt sind. Das waren die Worte von Medienanalyst Paul Showman, nachdem er die Twin Peaks Pilotfolge sah. Doch gerade wegen ihrer Andersartigkeit wurde die 90-Minuten-Folge zum erfolgreichsten TV-Film des Jahres in den USA. Aber was hat diese 90 Minuten so besonders gemacht? Laura Palmers totes Gesicht ist das auslösende Ereignis der Serie. Zuerst sehen wir einen in Plastik gewickelten Frauenkörper. Sie wurde an das Flussufer von Twin Peaks gespült. Jetzt liegt sie da, wie eine stille Prophetin. Man hat mich entmenschlicht. Ihr werdet Schreckliches herausfinden. Über mich, über euch und über eure Heimat. Sie liegt auf dem Bauch. Der Sheriff und ein Doktor drehen sie auf den Rücken. Es ist Laura Palmer. Sie wirkt in diesem Shot wie eine Scheintote. Lebendig genug, um für immer enttäuscht zu sein. Der Plot ist irrelevant. Augenblicke bedeuten alles. Laura Palmers Tod wirft geradlinige Fragen auf, die wir aus vielen Detektivgeschichten kennen. Doch weder die Serie noch der Film verfolgen diese Fragen auf herkömmliche Weise. Stattdessen fließen wir mit ihnen von einem Traumbild zum nächsten, jedes davon bedeutungsschwerer als zuvor. Wir kommen der Wahrheit näher. Warum, müssen wir nicht wissen, weil wir es spüren können. Ist das nächste Opfer eine Frau oder ein Mann? Eine Frau. Gut. Welche Haarfarbe hat sie? Blond. Erzählen Sie mir mehr über sie. Sie besucht die Highschool. Sie ist sexuell aktiv und sie nimmt Drogen. Sie ruft verzweifelt um Hilfe. Na wunderbar, Cooper. Das trifft auf die Hälfte der Highschool-Mädchen in Amerika zu. Und was macht sie gerade jetzt? Im Moment ist sie dabei, Speisen zuzubereiten. Niemand könnte diese Herangehensweise besser personifizieren als Special Agent Dale Cooper, Protagonist der Serie und Charakter im Film. Das FBI schickt ihn, um Lauras Tod aufzuklären. Cooper wird von Twin Peaks-Publikum häufig mit David Lynch verglichen. Das geht so weit, dass er routinemäßig als dessen fiktiver Stellvertreter diskutiert wird. Ein berühmtes Zitat von Lynch demonstriert warum. Intuition ist der Schlüssel zu allem. Sie ist die Verschmelzung von Gefühl und Intellekt.
Mit diesem Zitat ließen sich wahrscheinlich alle von Coopers Entscheidungen erklären. Lynch und Cooper sind sich einig. Um Lauras Tod zu entschlüsseln, genügt der detektivische Intellekt herkömmlicher Genrefilme nicht. Wir brauchen die surrealistische Neuschöpfung der Detektivfigur und wir brauchen einen Kinofilm über die 7 letzten Tage in Lauras Leben. Laura, wenn man durch das Weltall fallen würde, würde man dann nach einer Weile langsamer werden oder immer schneller? Schneller, immer schneller. Und du würdest nichts spüren, sehr lange nicht. Und dann plötzlich würdest du in Flammen aufgehen. Für immer. Und die Engel würden dir nicht helfen. Weil alle Engel längst weit weggeflogen sind. Twin Peaks Fire Walk With Me schockiert bis heute am meisten von David Lynchs Kinofilmen. Er rückt Lauras Gefühlswelt in den Vordergrund. Sie ist die 17-jährige Highschool Homecoming Queen. Doch wir teilen unseren Blick mit ihr, anstatt ihn auf sie zu richten. Der Mann hinter der Maske sucht das Buch, aus dem die Seiten herausgerissen sind. Lauras Blick demaskiert Lynchs Traumfiguren, die wir aus der Serie kennen. Wofür stehen diese Figuren wirklich? Welche Wahrheit wollen sie verkleiden? Was ist zu schrecklich, um die eigene Haut zu tragen? Fire Walk With Me beantwortet mehr Fragen als die meisten Lynch-Filme. Jedoch nicht, ohne weitere aufzuwerfen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Welchen Film von David Lynch wollt ihr am liebsten wieder im Kino erleben? Wir sind gespannt. Lasst ein Abo da für mehr Videos über besondere Filme und die Menschen dahinter. Bis bald!